Ich bin, solange ich denken kann, immer mit Jugendlichen zusammen gewesen und habe darin meine Aufgabe gesehen. Ich bin Seelsorger, und zwar Jugendseelsorger. Mein Orden ist der Salesianer Don Boscos, eine Gründung von einem italienischen Priester 1815 bis 88. Eine gewisse Spiritualität, die er ausstrahlt, ist für uns bestimmend. Eine gewisse geistige Haltung, die Dinge zu sehen. Ich predige nicht den ganzen Tag. Das kann gelegentlich passieren, aber ich lebe mit diesen Leuten hier im Club und im Gefängnis einfach mit. Er hatte sich nicht zum Ziel gemacht, Kardinal zu werden oder so. Er wollte sich meiner Meinung nach immer um die Jugend kümmern. Deswegen ist er auch bei den Salesianern, Don Boscos. Ich stehe um 5 Uhr auf, gehe duschen, fahre mit der Straßenbahn zum Gottesdienst, komme zurück, dann tue ich frühstücken, dann gehe ich ins Gefängnis und tue töpfern. Ja, da erwartet die Presse, sieht das Ganze ein bisschen leichter, lockerer. Also für ihn ist er ein Mörder halt, gut, das hat er gemacht. Trotzdem ist er ein Mensch und er kann auch mein Freund sein, wenn er will. Da gehe ich heim, tue Mittagessen und dann gehe ich wieder ins Gefängnis. Also ich bin sehr froh, dass er da ist. Ich bin froh, dass die Kirche da gibt, jeden Sonntag die Messe. Ist nicht schlecht. Und dann am Abend gehe ich in meinen Club. Ja, er beeinflusst uns nicht, also jetzt religiös oder. Ja, ist halt immer bei uns, so auf die Art. Ja, ich bin einer von denen, die am Fußboden geblieben sind. Der Fußboden ist sicher im Wagenrad. Das ist der direkte Kontakt, der unmittelbare Kontakt mit völlig dem alltäglichen Leben. Ja, es ist ein Aufenthaltsort zum Reden, Dichten und Spielen, wo man gemütlich einen Abend verbringen kann einfach. Ins Wagenrad kommen die jungen Leute, weil sie sich dort in gewissermaßen zu Hause fühlen, nachdem die eigene Häuslichkeit langsam zu eng wurde und sie eine neue eigene Häuslichkeit noch nicht haben. Auch eine Besonderheit, die dieses Wagenrad ausmacht, ist, dass es, obwohl ursprünglich als Jugendclub gedacht, wirklich alle Generationen, und zwar vom Kleinstkind zu weit über 80-Jährigen, genauso beherbergt und die genauso miteinander reden können. Auf diese Weise sind beim Wagenrad Leute, die 15 und mehr Jahre da sind. Thomas Klestil ist in unserer Baracke groß geworden, zusammen mit Joe Zawinul. Sie haben halt bei uns getobt, gespielt, und so wie jeder andere auch. Und ja, waren Lausbuben wie jeder andere auch. Und wahrscheinlich hat uns Pater Dupré trotz heiler Familie vielleicht bewahrt vor schlechtem Umgang, der uns vielleicht da und dort angesteckt hätte. Eine Gefahr, die ja heute viel größer ist im Wohlstand, als es damals war. Also wir haben alles gemeinsam gemacht. Wir sind gemeinsam weggefahren, auch mit Pater Dupré. Wir haben Bergtouren gemacht, wir haben Zeltlager gemacht. Wir haben alles Mögliche gemacht, nicht?
Und das schweißt sehr zusammen. Das heißt, er hat die Menschen, die Burschen zusammengebracht aus den verschiedensten sozialen Schichten. Konnten Tischtennis spielen, konnten Judo betreiben, konnten Boxen. Das war nicht immer einfach, miteinander auszukommen. Und wenn ich heute zurückblicke, was war das Wichtigste, was ich damals gelernt habe, dann war es das Zusammenleben und das Aufeinanderzugehen und das Miteinander. Wir haben manchen Sachschaden auf dem Gewissen gehabt, auch hier im Wagenrad. Da war dann schon manchmal bei etwas wilderen Szenen, auch Raufereien, so manches Möbelstück nicht mehr so wie vorher. Man suchte in dem Gefängnis, in dem ich arbeite, unentwegt nach Möglichkeiten, die Jugendlichen vernünftig zu beschäftigen. Sie haben alles Mögliche angestellt, von Drogenhandel bis Mord und Totschlag, von Betrügereien und sie haben gestohlen, sie haben Körperverletzungen gemacht, sie haben ja, gemordet. Ich lehre die Burschen, dass sie zunächst wissen müssen, was sie machen wollen und wie es ausschauen soll, und dann erst anzufangen. Es gibt unterschiedliche Burschen, die dann auch unterschiedlich begabt sind für das Fach, aber manche haben goldene Hände. Ich könnte Ihnen Gefäße zeigen, die so schön sind, dass ich sie nicht fertig brächte. Der Pater ist eher... Es, naja, religiös. Er kann auch lachen und er gibt uns halt viel mit, also durch seine Reden, die er manchmal hält, also ich glaube einmal die Woche, die wirklich sehr kurz sind, aber wo viel dahinter steckt. Pater Dupré hat keinerlei Druck ausgeübt, man muss jetzt in die Messe gehen, aber man hat dann schon das Gefühl gehabt, ja, wenn ich dann bei ihm war und den Nachmittag und den Abend verbracht habe, auch den Sonntagvormittag, und dann kam er und sagte, 11 Uhr ist die letzte Messe heute, dann ist man halt doch gegangen. Ja, ich denke mal, dass Jugendliche genauso respektiert wie Erwachsene und dass er von uns genauso viel lernen kann wie wir von ihm. Also wir wahrscheinlich mehr von ihm, aber... Der Pater kann immer an weiterhelfen und er ist auch ein ziemlich guter Zuhörer und kann auch Ratschläge geben, die sind ziemlich wichtig. Überhaupt wenn man jung ist und nicht viel weiß. Ich höre ihn gerne zu, wenn er etwas erzählt aus seinem Leben, und er ist halt ein sehr weiser Mensch und er hat nicht vergessen, wie man glücklich lebt. Ich strahle vielleicht Vertrauen aus. Ich strahle die Freude aus, dass ich noch mit jungen Leuten verkehren darf. Möglich. Ich bin ehrlich, wenn ich sage, ich freue mich, dass du da bist. Er kann zwar streng sein und er kann seinen Unmut äußern, dass wir wissen, aha, es läuft nicht alles, wie es laufen sollte, aber dabei bleibt es immer. Zum Beispiel, der Herr Pater Dupré macht erinnern, die Uhren. Wenn jetzt zum Beispiel die Patrille ist oder was, dann geht man zum Pater und sagt, ja, guten Tag, meine Patrille ist leer, können Sie mir die vielleicht auswechseln? Das macht dann der Pater, ne? Wenn jemand Triviales braucht, einen Tischtennisball, bin ich da. Wenn jemand, was weiß ich, ein Rad braucht, bin ich da. Aber ich dränge mich nicht auf. Aber Sie wissen alle, wenn ich was sage, das gilt. Er bietet seine Hilfe an, aber er zwingt die Leute nicht dazu. So wie zum Beispiel viele Therapeuten das machen. Ja, das ist es eben, weil er erzählt nicht Geschichten, die er gelesen hat irgendwo, sondern Geschichten, die er selber erlebt hat und die man dadurch auch besser nachvollziehen kann und er dadurch sie auch besser
also zum Ausdruck bringen kann. Vor Weihnachten geschah in Wien ein schrecklicher Mord durch einen Jugendlichen. Ich wusste, dass er in unser Gefängnis eingeliefert wurde, hatte aber Angst vor ihm, weil ich noch nie mit einem Mörder zusammengekommen war. Als ich dann nach dem Gottesdienst heim wollte, hat mich der Beamte zu den Büschen geführt. Dann kam er aus der Zelle heraus und ich fand einen kleinen, grau angezogenen Mittelschüler der Oberstufe. Und der fing an zu weinen und dann habe ich ihn in den Arm genommen und habe gesagt, na gut, wir schaffen es schon. Das hat dann noch eine Freundschaft gewesen, die hat 15 Jahre gedauert, bis er mich nicht mehr brauchte. Ich habe eine Menge von Beispielen diesbezüglich, dass es sehr viel an den Familien liegt oder an den Verhältnissen, in denen die Burschen aufgewachsen sind. Ja. In einem Heim bin ich aufgewachsen. Ab dem 8. Lebensjahr, das ist mein Bruder gestorben. Da hat mich dann mein Vater und meine Mutter in ein Heim abgegeben. Das war in Linz in Oberösterreich. Und dort bin ich mit 6 dann ins erstes Kinderdorf übersiedelt, in die Hinterpollen. Eine Mutter beschwert sich über ihren Sohn, dass er sich so schlecht benehme am Telefon. Ich habe ihn dann gefragt, was ist mit dir, warum benimmst du dich so schlecht gegen die Mama? Da sagt er, die da, ich zitiere das entsprechende Wort nicht, die da, das ist die 6. Frau, zu der ich Mama sagen muss, jetzt bin ich 16. Aber das Unangenehmste war halt, wie ich selber draufgekommen bin, dass meine Mutter gestorben ist. Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich einen Vater brauche. Ein zweites Beispiel ist etwa dieses. Er fragt mich, Pater, was soll ich jetzt machen? Heute lässt sich meine Mutter von meinem Stiefvater scheiden und mein Vater von meiner Stiefmutter und beide heiraten jeweils noch einen anderen. Was mache jetzt ich? Darauf habe ich keine Antwort gewusst. Also ich denke nicht gern zurück. Nicht. Ich weiß nicht. Mir gefällt das nicht, wenn ich zurückdenke. Wo ich schon überall war und so. Ich bin dauernd übersiedelt hin und her, das ist... Es war eigentlich nur die Familie. Bis jetzt hat sich nur alles um die Familie dreht. Also, ich werde sicher mal eine Familie haben, weil das brauche ich sicher. Ich habe immer einen guten Punkt entdeckt, ich habe immer saubere Augen gesehen. Ich zitiere eine Mutter, die dem Mörder ihres Sohnes sagte, sie haben ein blankes Gesicht und saubere Augen. Sie sind gar kein Verbrecher. Also es gibt keinen Menschen, der was von Haus aus gut ist. Es gibt aber keinen Menschen, der was von Haus aus schlecht ist. Denkt man, jeder Mensch hat schlechte Seiten und gute Seiten. Manchmal sind die schlechten Seiten, die bösen Seiten, sichtlicher als die guten. Da sagt man, na, pfui, das ist ein böser Mensch. Ne? Nein, es gibt keine grundbösen Menschen. Nur ist das Gute unter der Asche versteckt, die muss man wegblasen. Und wenn die Asche weggeblasen ist, flammt die Flamme auf. Also ich glaube, dass der Pater Debré das so sieht, dass jeder Mensch Fehler macht. Also ich glaube nicht, dass der Pater Debré in jedem Menschen was Schlechtes sieht, sondern was Schlechtes und was Gutes. Und das ist super an solche Leute. Dass es solche Leute gibt, also andere Leute denken sich, ja, das sind Verbrecher und so. Die können nicht anders. Ich kenne sicher 15 junge Mörder, mit denen ich jeweils gut ausgekommen bin. Ich
Ich weiß nicht, er ist halt nicht abgehoben oder glaubt, er ist was Besseres, weil er so weise ist. Er ist der gleiche geblieben, der er immer war und gibt damit ein Beispiel, auch für uns alle. Wir alle müssen am Boden bleiben, uns bekennen zu unseren Wurzeln und sich nicht jetzt, wenn man eine Karriere gemacht hat und eine hohe Position, unter Anführungszeichen hohe Position einnimmt, dass man vergisst, woher man gekommen ist. Und zu wissen, dass man jederzeit auch außerhalb des Wagenrads mit dem Pater de Brée Kontakt aufnehmen kann, wegen mit Problemen zu ihm kommen kann, das ist halt gut zu wissen. Ich sorge dafür, dass 365 Tage im Jahr die Tür offen ist und sie jederzeit kommen können. Mehr ist nicht drin. Zitat meines Ordensstifters: Ich will bis zum letzten Augenblick meines Lebens zum Wohl der Jugend da sein. Sein Zitat meines Ordens. Thank you.